Willkommen zurück zu einer neuen sandigen Folge Slime Rancher. Ja, wir sind jetzt hier in der Wüste und hier wollen wir jetzt einfach mal uns ein wenig mehr umschauen, suchen nach verschiedenen Sachen und so weiter. Und was haben wir denn hier? Das sieht irgendwie sehr idyllisch hier alles so aus. Und hier waren wir ja bis jetzt auch nur einmal so richtig. So richtig haben wir uns ja noch nirgendwo hier umgeschaut. Und was ist denn das hier oben für eine Art Tempel? Kann man da wohl hoch? Wir probieren das einfach mal. So, kurz aufladen hier, die Energie. Weil das sieht ja schon aus so ein wenig wie eine Ruine. So. Wow, was ist denn das hier? Ach, der gute Derwischschleim. Okay, das ist aber ein echt großer Tornado hier. Ja, da kann man auf jeden Fall hoch. Seht ihr das, Leute? So. Halt, was ist das denn? Hier muss man irgendwas machen können, oder? Wenn man sich das mal so anschaut hier. Ich glaube, hier muss so ein Wasserschleim rein. Glaube ich jetzt einfach mal. Also das ist auf jeden Fall interessant. Man sieht auf jeden Fall, dass das Spiel Rätsel hat und sowas. Ja, der muss gefüttert werden. Das ist anscheinend ein ganz großes Rätsel hier in der Wüste. Und das hängt dann bestimmt auch hier zusammen mit diesen ganzen Pflanzen, die hier unten sind. Ja, das ist doch mal interessant hier. Ja, hier muss auch wieder was rein. Aber überall von dem gleichen Schleim muss dort was rein. Und so von unserem guten Freund, dem wir den Ranken. Dem muss das Pupu dort rein. Also wäre schon interessant rauszufinden, was das dann hier so ergibt. Was hier passiert dann. Wir schauen uns dann jetzt erstmal hier weiter um. Den Derwischschleim nehme ich mit. Ob wir ihn dann wegwerfen, weiß ich noch nicht. Kommt halt drauf an, was wir jetzt hier noch so finden werden. Bunte Hühner. Ihr kommt mit. So. Euch will ich auf jeden Fall haben, weil ich finde, die sehen sehr schön aus. Ja, aber das ist auf jeden Fall hier eine Art großes Rätsel. So, hier geht das ja auch noch weiter mit diesen ganzen Pflanzen. Halt. Halt, von den Rankenplort ist das das ganze Zeug, das Pupu. Moment mal. Wenn dieses Zeug hier also ist, dann haben wir etwas, um dort drüben in dem Bereich was reinzustecken. Dann lasst uns jetzt gleich mal kurz rüber. Da müssen wir nochmal dort hoch und dann können wir das dort reintun. Was ist das denn? Hier hat man irgendwas machen können. So, ich schaue mich erstmal hier überall noch ein wenig um. Wartet mal. Nein, klappt nicht. Ich habe irgendwie gerade so eine kleine Idee. Da es ja hier diese Rankenplort gibt, also vor den Rankenschleimis, das Plortzeug. Ich denke mal, das Plortzeug soll jetzt so drüber. Und hierhin muss vielleicht so ein Rankenschleim. Vielleicht kann der hiermit was machen. Also wir gehen das mal zurück, weil ich glaube, das können wir dort hinten reinstecken. So. Ich hoffe, ich gehe überhaupt gerade hier den richtigen Weg. Weil das sieht alles noch etwas verwirrend hier aus. Am besten wäre es ja, wenn wir so einen grünen Schleim noch finden würden. Weil wir haben momentan nur einen. Die anderen haben sich ja leider kombiniert mit den pinken und ihr wisst ja, was meine Meinung so dazu ist. Die gefallen mir so nicht so. Deswegen möchte ich unbedingt neue Ranken-Schleimis. Halt.
Wartet mal. Ah, wer ist denn da oben? Da oben ist ein Schleimi. Ein Gordo. Ein guter, kleiner, dicker Gordo. Aber irgendwie sind wir hier gerade auf dem richtigen Weg. Ja, sind wir. Dort ist die Ruine. Bei Nacht weiß ich ja wirklich gar nicht mehr so, wo ich lang muss. Oder kann. So, hier rauf. Jetzt hier. Sehr gut. So, hier ist der hier. Der feine Kerl. Der gute Derwisch, der will Früchte. Also den könnten wir auf jeden Fall als nächstes füllen. Weil an Früchte kommen wir eh schnell. So, jetzt muss ich mal was ausprobieren. Ja, hier werde ich bestimmt das Wasserschleimi-Zeugs brauchen. Aber hier, das sollte doch klappen. Ja, das klappt auch. Das ist auf jeden Fall ein großes Rätsel hier. Halt, das Wasser. Hier muss jetzt bestimmt so ein Wasserschleim rein. Ja, das ist ein ganz großes Rätsel hier in der Wüste. Was wir hier haben. Weil da drüben haben wir ja noch mehr von diesen komischen Dingern. Interessant auf jeden Fall. So, da probieren wir mal hier noch so alle Dinger zu finden. Wo das Rankenplot-Zeug rein soll. Ich denke mal, mit den Pflanzen passiert dann was. Wenn wir das hier schaffen. Nehme ich einfach mal an. So. Diese Kaktusdinger. Also das ist schon cool, so Kaktusdinger irgendwie bei uns als Deko zu haben, muss ich auch so sagen. In den bezweifle ich, dass man da was reinstecken kann. Das sieht nämlich absolut gar nicht danach aus. Ja, hier war es das, glaube ich, jetzt erstmal so in den Dingern. Es sei denn, ganz oben oder so gibt es dort noch was. Ansonsten denke ich mal auf der anderen Seite. Oh oh. Jetzt kommt so eine Naturkatastrophe wieder, wie beim letzten Mal, so wie es scheint. Kann man hier was reintun? Nein. Wir schauen mal noch ganz fix hier. In den ganzen Ecken. Und solche Schleimis, die jetzt kommen, könnten wir gleich mitnehmen. Ja, wunderschön. So. Mein kleiner Derwisch, komm mit. So. Halt, was ist das? Wartet mal, das hängt hiermit zusammen. Wenn man sich das alles nur so anschaut. Das ist auf jeden Fall ein Rätsel. Weil jetzt leuchten die Dinger hier. Aber auch erst seitdem das ganze Feuer da ist. Und hier oben auch die Dinger. Das hängt alles miteinander hier zusammen irgendwie. Aber nur wie? Hiermit kommen wir zurück zu unserer Farm. Wir folgen mal dem Weg. Ah, was haben wir denn hier? Hier müsste auch wieder was rein. Genauso wie hier. Solche blauen Kerle haben wir doch gerade gesehen. Vielleicht wäre da auch bei denen etwas Pupu. Was haben wir denn hier? Wartet mal, wir lesen das mal ein bisschen.
Die Wüste ist auf jeden Fall ein harter Ort, aber dort gibt es kleine Nischen wie diese hier, wo das Leben darauf wartet, zurück in die Erde zu fließen und nach den Wolken zu greifen. Natürlich könnte das schneller vonstatten gehen, wenn du ein wenig mit anpackst. Benutze deinen Grips. Okay, das ist ein Rätsel. Das heißt, wir müssen in diesem Rätsel so gesehen die Wüste wieder erwecken. Dass hier alles wieder zu Leben erweckt. Nicht mehr nur Sand ist. Ich habe das Rätsel jetzt verstanden. Weil wenn man sich den ganzen Text so anhört, ist es auf jeden Fall so. Also das ist echt interessant. So, ich gehe hier hoch erstmal. Ich hoffe halt bloß, die Türen müssen wir dafür nicht öffnen, um das Rätsel zu lösen. Aber war bei dem anderen Rätsel auch nicht so. Aber nun gut, bei dem muss man halt sagen, das Rätsel hier ist viel, viel komplexer als das bisherige, was wir gemacht haben. Aber man sieht mittlerweile so, das Spiel geht in so eine Richtung. Ja, du musst auch nachdenken, du musst um das und das dich kümmern. Und jetzt muss ich auch erstmal mich darum kümmern, hier irgendwie einen Weg zu finden. Weil ich will nämlich zu den blauen Schleimis, die ich hier gesehen habe. Ich weiß jetzt bloß gerade den Weg nicht. Oder? Von hier kamen wir, ja. Ja. Perfekt. Wir nehmen das. Das gute Felsblatt. Weil das brauchen wir da drüben. Derwisch, du kommst auch mal weg. Ich brauche das Zeug hier. Für mein Vorhaben. Hey, hol dir die rüber. Hol sie dir? Ja. Ja. Gib. Dankeschön. Auch Dankeschön. Und jetzt iss. Los, hol. Iss. Iss. Ja, du hast es geschafft. Ich habe immer an dich geglaubt, mein Kleiner. Meine kleine Honigbacke. Ich bin aber keine Honigbacke. Oh doch, du bist eine Honigbacke. So, der gute Herr Derwisch kommt jetzt wieder mit. Wow, die haben sich kombiniert. Der Derwisch und der... Also die Kombination sieht ja auch ganz cool aus. Die gefällt mir auf jeden Fall besser so als die mit dem Rankenplot und dem pinken Schleim. So, ich hoffe, das Zeug reicht. Und jetzt müssen wir nochmal das innere Gebiet hier. Ey, wenn wir das jetzt sogar schon schaffen, dann flippe ich aus. Aber ich denke mal, wir brauchen eh noch das Wasserplot-Zeug für diese Brunnen, die dort sind. Aber man kann ja mal hier das noch reinsetzen, das ganze Zeug. So. Jawohl. Überall jetzt hier umschauen, ob wir noch eins hier irgendwo haben. Hier wird es jetzt auch etwas. Antikes Wasser. Was? Schnell, ich habe einen Plan. Wir haben jetzt antikes Wasser und das muss bestimmt auf die Pflanzen hier. Jawohl! Ich bin ein Genie. Los weiter. Wir erwecken die Wüste zum Leben. Jawohl. Ey Leute, schaut euch das mal an, ey. Wie schön hier alles jetzt aussieht. Und das nur dank uns. Einfach schön sieht das hier alles aus. What? Wer bist du denn? Nein, ist sie nicht. Mosaikschleim. So.
So, wir müssen draußen aber noch die ganzen anderen Pflanzen hier füttern. Warum kann ich hier kein Wasser raussaugen? Okay, jetzt. Los. Renn, 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 renn. Da muss man sich also ganz schnell beeilen. Und solches Wasser haben wir ja auch drüben an der anderen Stelle. Dann können wir dort auch noch alles füttern. Mit Wasser hier. Oh. Komm, 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 komm. So, ich könnte doch schwören, dass ich hier hinten auch noch was gesehen habe. Mal hier schauen. Nein, hier habe ich anscheinend doch nichts gesehen. So. Also das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Aber es sieht auf jeden Fall alles sehr schön jetzt hier aus. Mir gefällt das echt gut. Was wir hier draus gemacht haben, einfach aus dem Ort. Das ist schon krass, wenn man sich das mal so hier im Auge betrachtet. Alles war verstorben, kann man eigentlich so sagen. Nichts mehr hat hier gelebt. Und dank uns ist jetzt neues Leben hier eingekehrt. Also ich finde, das ist eine nette Story, die man hier so hat. Man rettet die Wüste so gesehen und tut die Wüste wieder zum Leben erwecken. Die ganzen Tiere ziehen wieder ein und so. Was halt hier? Schleim sind anstatt Tiere. Ich finde, das ist ganz nett gemacht. So. Aber auch so, wie man es hier darstellt in dem Spiel, finde ich, sieht das echt sehr schön aus. Es hat alles etwas Besonderes hier. So, und ich will jetzt auf jeden Fall noch dort oben das Wasser holen. Und mit dem Wasser dort oben werden wir dann hier auch noch alles machen. Das Problem ist halt hier bloß, ja, du musst halt immer erstmal wieder dort hochkommen. Und das ist gar nicht so einfach. Dort haben wir auf jeden Fall so eine Pflanze. Da würde ich sagen, fangen wir auch an. So, wir werfen einfach mal hier alles raus von unserem Wasser. Vielleicht hält das dann ja länger hier. Kann ja auch sein. So. Gib mir das Wasser. Okay, hier klappt es gerade irgendwie gar nicht. Seltsam. Vergessen haben wir hier aber auch nichts. Dort ist auf jeden Fall so etwas. Und auf der einen anderen Seite. Ich schätze mal, hier sind höchstens zwei oder drei Dinger. So. Nein, hier geht das nicht. Dann glaube ich weiß, woran das liegt. Man muss sein eigenes Wasser noch mitbehalten. Und das wird dann halt bloß miteinander gemischt. Ich denke mal, so ist das hier. Ja, dann machen wir hier auf jeden Fall weiter in der nächsten Folge, Leute. Das bleibt auf jeden Fall spannend hier in der Wüste. Lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Und wie fandet ihr jetzt so die kleine Show hier in der Wüste? Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Das war's auf jeden Fall. Haut rein, euch noch einen schönen Tag und tschüss.